Hi, moin. Ich bin Miri und ich rede jetzt hier kurz spontan, weil mich das Thema ziemlich bewegt. Und zwar möchte ich gerne noch eine Perspektive aufmachen, die mich selber auch schon betroffen hat. Und zwar hatte ich 2020 eine Gerichtsverhandlung wegen Erschleichen von Leistungen, weil ich mir kein RVV-Ticket leisten konnte. So, und ich glaube, da geht es nicht nur mir so, sondern ganz, ganz viele Menschen sind davon betroffen. Die RVV-Tickets in Regensburg sind einfach sündhaft teuer. Und es gibt einen Haufen Leute, die regelmäßig kontrolliert werden, kein Ticket haben, die Busse teilweise sogar als Obdach benutzen, weil sie keinen festen Wohnsitz haben. Diese Menschen müssen 60 Euro bezahlen, wenn sie dabei erwischt werden, hier Bus und Bahn zu benutzen. Ich finde es einfach widerwärtig, weil gerade Leute, die zum Beispiel auf der Straße leben, haben oft nur die öffentlichen Verkehrsmittel als warmen Rückzugsort. Diese Menschen werden kriminalisiert, erstens für ihre Wohnungslosigkeit und zweitens für den Nichtbesitz eines Tickets. Mein Kopf platzt, wenn ich darüber nachdenke. Ich selber musste 120 Euro zahlen, weil ich auch das Bußgeld nicht bezahlen konnte und musste mich dann einer halbjährigen Weisung unterziehen, um sozusagen zu beweisen, dass ich in der Lage bin, mich sozial zu rehabilitieren und ich keine kriminelle Person bin. Finde ich einfach nur krass. Ich war da 20 Jahre alt, hatte kein festes Einkommen, habe unter Depressionen gelitten und dann kommt sowas dazu. Und ich war letztes Wochenende auf einer Demo in Berlin. Da ging es so, es war ein bisschen ein anderes Thema. Es ging um die Kampagne Go Film the Police. Aber da wurde das Thema mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch aufgemacht. Und für Berlin gab es eine Statistik. Und zwar wurden seit der Einführung des 9-Euro-Tickets rund 90% weniger Bußgelder verteilt für den Nichtbesitz einer gültigen Fahrkarte. Und ich finde, das sagt einfach total viel aus. Genau da müssen wir ansetzen. Denn kostenloser Nahverkehr darf einfach nichts kosten. Menschen, die sich das Ticket nicht leisten können, dürfen nicht kriminalisiert werden, weil wir wissen alle, da entsteht einfach ein Teufelskreis und die Leute kommen da einfach nicht mehr raus. Ich kann es euch nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich habe selber anderthalb Jahre irgendwie damit zu kämpfen gehabt, auf diesen Gerichtsprozess und auf diese Kosten irgendwie klarzukommen. Deswegen bitte ich euch alle, unterschreibt diese Petition. Es ist wichtig, wir brauchen das 9-Euro-Ticket und am besten brauchen wir einen kostenlosen Nahverkehr für alle.